Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Forza Motorsport-Ausgabe. Und ich möchte heute ein bisschen Golf spielen. Wie meine ich das? Ja, ich möchte mit ein paar Golfs rumspielen, mit ein paar VW-Golfs. Und ihr seht sie schon im Hintergrund. Inzwischen sind wir beim Dreier. Nee, jetzt beim Vierer. Und ja, wir werden uns alle Golfs in diesem Video angucken. Wir werden sie alle miteinander vergleichen. Okay, nicht alle. Alle ist gelogen. Den 5er und 6er haben wir leider nicht im Spiel. Aber wir werden uns angucken, was hat sich vom 1er zum 8er hin verändert. Und da wir natürlich nicht den 1er mit dem 8er wie hier im Bild vergleichen können, werden wir das ein bisschen anders machen. Heute fahren wir sie erstmal alle und dann wird es weitere Videos geben, wo wir den 1er und den 2er vergleichen, den 3er und den 4er und den 7er und den 8er. Und das werden dann einzelne Videos und am Schluss gucken wir uns nochmal alle an und ziehen ein Gesamtfazit, so dass wir quasi auf 5 Folgen kommen, wo wir diese Golfs uns angucken, ein bisschen tunen werden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in die bewegten Bilder mit wirklich einem fahrenden Auto. Und damit gehen wir in das erste atemberaubende Rennen mit dem Golf 1 GTI. Ein wirklich, wirklich besonderes Auto für viele. Und auch immer noch sehr gehypt, gerade so der Golf 1 GTI. Okay, die Sondermodelle noch mehr als der normale, aber also, dieses Auto hat wirklich, glaube ich, von vielen damals die Jugend geprägt. Eins der, oder der meistverkaufte Golf, nicht der Golf GTI, aber der Golf 1 mit 6,72 Millionen verkauften Exemplaren. So oft wurde kein Golf hinterher wieder jemals verkauft. Das kann ich schon mal sagen. Alle Golfs, die danach kommen, wurden weniger verkauft. Und wir fahren hier den Nürburgring, die kurze Variante, denn wir sind hier Serie unterwegs und das heißt, wir fahren ja mit einem LI von 264. Und ihr seht es schon an den Gegnern, auch die Gegner, ich habe maximal LI, glaube ich, von 280 eingestellt, sowas in dem Dreh. Und jahresmäßig bis 1984, also ein Jahr, nachdem der Golf 1 nicht mehr gebaut wurde. Also es ist möglich hier, dass wir einen Golf 2 sehen. Ja, da werden wir gerade von einem überholt. Obwohl, nee, das müsste noch der, ist das der... Ne, das ist noch der 1er, also. Ah. Ja, und dass wir jetzt hier langsam unterwegs sind, das brauchen wir nicht sagen. Bei dem LI kein Wunder. Aber ihr seht's, da das gesamte Feld darauf angepasst ist, lassen sich hier trotzdem schöne Fights haben. Und ich muss sagen, für den LI und das, der Jahreszahl fährt er sich gar nicht mal schlecht. Also jetzt wirklich nicht. Also fahrwerkstechnisch haben wir da auf jeden Fall schon mal schlimmere Sachen erlebt. Gut, ist auch ein GTI. Müssen wir jetzt dazu sagen, der hat also nicht das normale Fahrwerk von dem normalen Golf. Schon der Golf 1 GTI war etwas tiefer als der normale. Und ein bisschen straffer vom Fahrwerk. Leistungstechnisch. Damals natürlich eine Wucht. Heutzutage sind das Zahlen, über die man belächelt. Aber wir werden heute auch noch schneller. Ich habe jetzt hier auch nur 3 Runden gemacht. Denn wir gucken uns jetzt ja jeden Golf einmal an. So quasi als Leistungsaufnahme, was er jetzt kann. Und natürlich wird der 8er besser fahren als der 1er. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da liegen einfach so viele Jahre zwischen. Es wäre ein Wunder, wenn das anders wäre. Aber dieses Wunder grenzt, glaube ich, an die Unmöglichkeit. Aber worauf wir uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen freuen können, wenn wir den 2er mit dem 1er zum Beispiel vergleichen.
Ist das Tuning-Potenzial? Denn das werden wir da deutlich unter die Lupe nehmen. Und ihr seht, ich habe die Autos auch schon alle vorher hochgefahren. Ich kann das also jetzt schön nach und nach aufnehmen. Sind wir schon bei Level 46. Und welcher Golf hier hinterher das größte Tuning-Potenzial hat und hinterher der schnellste ist? Da bin ich mal gespannt drauf. Mir bleibt gerade ein bisschen die Stimme weg. Muss gerade zweimal husten, das musste ich rausschneiden. Also von daher wundert euch nicht, wenn es da gerade kurz ein bisschen ruhig war für euch. Und falls ich es vergessen habe rauszuschneiden, sorry. Denn wenn wir dem Golf 1 hier ein bisschen Leistung geben, das habe ich im Vorhinein schon mal geguckt, und hier einen anderen Motor einbauen, ist der immer noch total leicht. Ne? Also wir sitzen ja hier in einem Auto, was 1974 auf den Markt kam. Und damals gab es halt so große Knautschzonen und so viel Sicherheit, alles noch nicht. Ich weiß nicht, ob hier gar keine Elektronik drin ist. Na gut, gar keine wäre gelogen. Ein bisschen Elektronik ist auch drin, aber Steuergeräte und sowas, wie wir es heutzutage aus Autos kennen, kannte man damals natürlich noch überhaupt nicht. Und trotzdem funktionieren diese Autos. Sie sind natürlich bei Weitem nicht so sicher wie die heutigen Autos. Und ja, auch LI-technisch, also leistungstechnisch, auch was ganz anderes. Also wir sind hier bei dem Golf 1 jetzt bei 264 und der Golf 8 hinterher wird 489 haben. Alles Serie. Oh. Da hat aber einer reingedived. Und in echt hätten wir wahrscheinlich mehr als nur eine Beule in der Tür. Gerade die Knautschzone angesprochen. Während mit einem Golf 8 wahrscheinlich wirklich fast nur eine Beule da gewesen wäre. Aber wir sind ja heute nicht hier dazu da, um einen Crashtest mit den Golfs zu machen, sondern um einen groben Eindruck zu kriegen, was uns die nächsten Wochen erwartet. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in den Zweiergolf. Ja, wir sehen's, wir sind im Golf 2. Die Heckscheibe ist größer. Ich glaube, dieser gesamte Golf, Golf 1 zu Golf 2, ist schon ein Riesengrößenunterschied. Aber auch die Autos neben uns sind neuer geworden. Also ich stelle das jetzt immer so ein, dass wir Autos neben uns haben, mit uns haben, die mit in der Zeit gefahren sind. Also ich bin jetzt hier bis 1992 gegangen. Wir könnten jetzt hier also die ersten Golf 3s auf der Strecke haben. Auch LI-technisch habe ich bis 303 eingestellt, denn der Golf 3 hat 302. Also könnte möglich sein, dass wir hier einen haben, aber ich habe noch keinen gesehen. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf den Golf 2. Ja, ich habe es ja schon gesagt, kein Golf wurde so oft verkauft wie der Golf 1. Und demnach ist auch der Golf 2 weniger verkauft worden. Allerdings nicht viel. 6,41 Millionen Stück wurden verkauft. Also nur knapp 310.000 weniger. Nur in Anführungsstrichen. Aber bei dieser hohen Zahl, beide weit über 6 Millionen verkauft, da gibt es wirklich viele Autos von. Gab es viele Autos von. Inzwischen beides Autos, die man eigentlich wirklich selten auf der Straße sieht. Wobei, wie ich persönlich finde, die beiden Autos immer noch Klasse und Stil haben. Gerade so, also persönlich, der Golf 2 eigentlich noch mehr als der Golf 1. Und der Golf 2 ist ja auch ein sehr gefragtes Tuning-Auto,
Wobei der 1er auch, aber inzwischen schon eher der 2er. Gerade so, wenn man sich Viertelmeile-Rennen anguckt. Den Golf von Marius, wer Marius nicht kennt. Einfach mal Philipp Kees bei YouTube eingeben. Ja, weit über 1000 PS in so einem Golf 2. Und gewichtstechnisch fast nichts. Also ja, auch beim Golf 2 waren die Sicherheitsansprüche noch nicht so hoch. Ich habe mal einen Golf 2 nach einem Unfall gesehen im Bekanntenkreis, der kurz nach dem Anfahren an der Ampel einen Auffahrunfall mit jemanden hatte, der von rechts gekommen ist. Wer da schuld ist, ich weiß es heutzutage nicht mehr. Aber der sah wirklich nicht gut aus. Und die waren beide nicht schnell. Also sicherheitstechnisch war da halt noch nicht viel und daher rührt halt auch dieses geringe Gewicht. Wenn ihr jetzt wissen wollt, welches Gewicht und wie viel genau, da gehen wir in den Einzelvideos dann darauf ein. Wenn wir jetzt Golf 1 mit Golf 2 vergleichen, muss mir ein paar Fun Facts auch noch aufheben. Und nebenbei bemerkt, werden diese Videos immer am gleichen Tag kommen. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß noch nicht genau, wann das erste Video kommt. Von daher kann ich das hier noch nicht so euch sagen, kommt immer an dem und dem Tag. Aber ihr könnt ja einfach gucken, wann es erschienen ist. Oder wenn ihr es jetzt gleich nach der Ausstrahlung seht, genau in einer Woche kommt das nächste Golf-Video. Sprich, wir haben die nächsten 5 Wochen an dem jeweiligen Tag, den wir jetzt heute gerade halt haben, Golf-Video-Time. Und dazwischen werde ich dann ein paar andere Autos machen. Ich habe ja noch andere Ideen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt 5 Videos so direkt hintereinander machen, wäre das dann auch zu viel, zu langweilig. Und vielleicht spricht es ja auch nicht jeden an. Freut mich natürlich, wenn es euch anspricht und gefällt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vor allen Dingen, was mir gerade einfällt, vielleicht gibt es ja noch mehr Autos, mit denen man das so machen könnte, die euch interessieren würden. Wenn ja, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, weil ich bin jetzt auf Golf gekommen, weil ich persönlich sehr VW, speziell Golf, Fanat bin. Hab zum Beispiel selber auch einen Golf 3 VR6 vor der Tür stehen. Der allerdings zur Vollständigkeit halber noch im Aufbau ist gerade. Aber jetzt sind wir erstmal noch beim Golf 2 und was ich schon mal sagen kann ist, oder was man auch sieht, wenn man ein bisschen drauf achtet, achtet mal auf die Neigung in den Kurven. Das ist schon weniger als beim Golf 1, also das Fahrwerk ist noch ein Stück besser als beim Golf 1. Das ist eigentlich so der größte Unterschied, der mir gerade hier auffällt, wenn ich die beiden so vergleiche. So auf den ersten Blick natürlich nur. Wie gesagt, die näheren Vergleiche werden wir in den Einzelvideos machen. Oder sind ja auch keine Einzelvideos, in ein paar Videos quasi. Und ganz zum Schluss werden wir nochmal... Im letzten Video werden wir komplett freidrehen, sage ich mal so. Und die Fazit ziehen. Mir schweben da schon ein paar Ideen im Kopf. Ja. Ja, ich sag mal, seid gespannt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Golf. Und auf geht's ins nächste Rennen. Das dritte Rennen. Mit welchem Auto? Natürlich mit dem Golf 3. GTI VR6. Nein. Irgendwie ja nicht, Forza Motorsport. Das gab's so nicht. Ich muss hier Zweifel anmelden. Nicht nur Zweifel. Ich muss hier anmelden, dass das nicht stimmt. Es gab kein GTI VR6. Es gab entweder den GTI oder den VR6. Und
Ja, da merkt man, dass ich selber ein Golf 3 habe und da sehr affin bin, weil mir fallen gerade die sämtlichen Motorisierungen für den GTI ein, die 116 PS gehabt hätten oder als 16V 150 PS und der VR 674 oder 190 PS. Also nein, es gab keine Kombination und der hieß auch nie GTI VR 6. Das, ja, nee, das stimmt faktisch so einfach nicht. Also von daher, es ist ein Golf VR6. Denkt euch das GTI, was da unten dran klebt, weg. Das ist genauso wie wenn ich an einem Mercedes M-Performance dran klebe. Das gab's nicht, das gibt's nicht, das wird's nie geben. Denn der GTI-Motor hat 2 Liter gehabt und der VR6 2,8. Warum? Ja, komm doch, wir gehen ein bisschen drauf ein. Volkswagen hat mit dem Golf 3 angefangen, ein Sechszylinder in den Golf 3 reinzubauen. Jetzt hat allerdings durch bauraumtechnischen Platz. Was hier los? Stau oder was? Fahrt doch, fahrt doch. Lasst mich durch. Ja, haben angefangen, Sechszylinder einzubauen. Allerdings ein Reihensechszylinder hat nicht reingepasst und ein V6 auch nicht. Und von daher hat VW ein VR6 reingebaut. Was nicht alle wissen, dass VR6, also die, die sich dafür interessieren, wissen es wahrscheinlich, andere vielleicht nicht. VR steht für verkürzter Reihensechszylinder. Die Kolben sind zwar in einem leichten V angeordnet, allerdings stehen sie sich nicht parallel gegenüber und haben auch nicht die notwendige Gradzahl wie bei einem V-Motor. Ich glaube, bei einem V6 zum Beispiel haben sie, glaube ich, 45 Grad zueinander und oder haben sie, hat jeder Kolben 45 Grad. Und beim VR6 sind es nur 15 Grad. Also so viel dazu. Von daher, damit konnte VW im Prinzip realisieren, dass die Zylinder ein bisschen weiter auseinander standen, nicht ganz in einer Reihe und so ein bisschen überlappend waren quasi. Vielleicht blende ich euch hier mal schnell ein Bild ein. Wenn nicht, müsst ihr mal VR6 Motor Zylinderkopfdichtung oder sowas googeln. Da kann man das ganz gut sehen, wie die Zylinder angeordnet sind, quasi, was ganz typisch für den VR6 ist. Aber kommen wir mal zum Fahren, beziehungsweise ja, wir haben jetzt hier auch einen deutlichen Leistungssprung das erste Mal. Vom Golf 2 zum Golf 3. Der Golf 2 mit dem wirklichen GTI hatte im Golf 2, glaube ich, auch schon die 116 PS. Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ihr merkt also, Golf 3, weiß ich einiges drüber. Ich habe die Zahl jetzt nicht, aber ich bin der Meinung, es sind auch 116, aber wenn nicht, im nächsten Video weiß ich es definitiv. Und der VR6 hat 176 PS. Ne, 174, so. Komme ich auf 106? Naja, ist ja auch egal. Oder 190 PS. Die 190 PS-Variante hatte 0,1 Liter Hubraum mehr. Und Allrad. Jetzt muss ich gestehen, ich habe gar nicht geguckt, welche Variante wir hier jetzt im Spiel haben. Aber auch darauf werden wir eingehen, wenn wir den Dreier und den Vierer vergleichen. Und warum gerade der Dreier und der Vierer, obwohl sie optisch natürlich nicht so gut passen, eigentlich sehr gut zusammenpassen. Das erzähle ich euch gleich, wenn wir den Vierer fahren. Denn ich kann schon mal so viel sagen: 1 und 2, 3 und 4 und 7 und 8 sind Golfs, die wirklich, man könnte schon sagen, Brüder miteinander sind. Oder Zwillingsbrüder, wie auch immer. Aber keine eineiigen Zwillinge. Versteht ihr, was ich meine? Sie sehen sich sehr ähnlich. Meistens, der 3 und der 4er jetzt nicht. Da gab es doch einen großen Umbruch.
Aber 1 und 2 sieht sich sehr ähnlich. 7 und 8 sieht sich sehr ähnlich. Also das passt. 5 und 6 sieht sich auch wieder sehr ähnlich. Haben wir leider nicht im Spiel. Wenn das irgendwann nachkommt und ihr das Video jetzt hier guckt und Forza ist schon ein Jahr draußen oder zwei oder wie auch immer, die Videos bleiben ja bei YouTube und es gab inzwischen den 5er und den 6er, dann werde ich das nachholen und die Videos dazu unten in der Videobeschreibung mit verlinken. Beziehungsweise werde ich auch die Playlist dazu verlinken, denn ich werde zu den Golfs hier eine Playlist erstellen und die unten verlinken, dass man die einzelnen Videos dann auch schön nacheinander gucken kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein paar Jahre nach vorne und springen in den Vierer. Und auf geht's ins vierte Rennen. Mit welchem Auto eigentlich? Naja, komm, eigentlich keine Frage. Wir fahren den Golf 4 R32. Ja, der R32 hat 3,2 Liter Hubraum und ist ein Sechszylinder. Und heißt R32, also gut. Der verkürzte Reihensechszylinder hieß ja VR. Dann muss ja der R32 eigentlich ein Reihensechszylinder sein, ne? Eigentlich. Könnte man so denken. Nee, ist aber nicht ganz richtig. Denn VW hat beim Golf 4 einfach das V weggelassen. Eigentlich ist es nämlich auch ein VR6. Auch ein verkürzter Reihensechszylinder. Sie haben ihn einfach nur R32 dann genannt. Also einfach nur das V weggelassen. Den Hubraum ergänzt quasi. Für 3,2 Liter Hubraum. Und sonst schlägt hier das gleiche Herz drin wie im Golf 3. Und das ist das, was ich meinte mit, dass diese Autos einfach wunderbar zusammenpassen. Und andersrum auch der Grund, warum der VR6 mit 2,8 oder 2,9 Litern auch oft R28 oder R29 genannt wird. Wenn man jetzt in Tuningkreisen ein bisschen unterwegs ist, dann stößt man auch oft auf den Begriff R30 Turbo. Ja, aber halt, Moment mal. Wie kommen die denn da drauf? Volkswagen hat doch gar. Also, die haben ja 2,8, 2,9 und 3,2 Liter, aber. Aber 3 Liter Hubraum gab es doch gar nicht im R32 oder im VR mit VR6 Motor. Ich bin durcheinander. Nein, also ganz im Ernst, Spaß beiseite. Der R30 Motor ist im Prinzip eine Kombination aus beiden. Nämlich der R32 Motor mit der Kurbelwelle vom VR6 mit 2,8 Liter Hubraum und hat den Hintergrund, dass die Verdichtung dadurch runtergesetzt wird. Und wenn die R32 Motoren auf Turbo umgebaut wird, wird das gerne gemacht. Da wird gerne so ein armer kleiner 2,8er geschlachtet und die Kurbelwelle genommen. Okay, man kriegt sie auch einzeln. Ja, ist gut. Okay, ihr habt recht. Ja, aber das ist so grob der Einblick zum R32. Wir sind hier mit 250 PS unterwegs. Also nochmal eine ganze Stange mehr als im VR6. Und ja, allzu viel will ich ja noch gar nicht eigentlich über die Autos erzählen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Stoff für die Folgen, wo wir die beiden Golfs dann miteinander vergleichen. Wir können noch ganz kurz zu den Verkaufszahlen kommen. Habe ich beim Golf 3, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir waren beim Golf 3 bei 4,96 Millionen. Also knapp unter der 5-Millionen-Grenze. Und der Golf 4 hat 4,92 Millionen erreicht, also 40.000 Stück weniger als der Golf 3. Aber im Vergleich zum Golf 1 und 2 sind die Zahlen schon doch ganz schön nach unten gedroppt. Naja, die Konkurrenz wurde ja auch irgendwann mehr, die Golfs wurden teurer. Inzwischen, ja.
Fragen sich manche, ob es noch ein Volkswagen ist. So teuer sind sie inzwischen geworden. Naja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich bin schon eigentlich ein relativ großer Volkswagen-Fan. Allerdings muss ich zugeben, ja, doch, sind schon ganz schön teuer geworden. Leider. Aber was ist nicht teuer geworden? Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und was ich jetzt aber so zum R32 sagen kann, also er hat ein bisschen untersteuern, würde ich schon sagen. Das könnte man mal rauskriegen, aber wir sind jetzt hier schon an Punkten, also auch fahrwerkstechnisch, guckt euch das mal an, kaum, also ja, ein bisschen, aber es wird echt immer besser. Und wir sind hier inzwischen auch mit einem MI von 395 unterwegs. Und wirklich Plätze haben wir heute gar nicht gut gemacht in dem Rennen. Oder jetzt in dem Rennen. Vielleicht wird das gleich, wenn wir den 7er und 8er fahren, wieder besser. Weil, ja, wir müssen jetzt leider von 4 zu 7 springen. 5 und 6 haben wir leider nicht im Spiel. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Dann wird das auf jeden Fall nachgereicht. Das steht dann unten in der Videobeschreibung. Ist der Link zur Playlist. Obwohl ich durch das Untersteuern hier tatsächlich wahrscheinlich ein Fahrwerk relativ schnell reinsetzen würde. Und so ein bisschen Stabi, dass wir da ein bisschen was einstellen können. Naja, wir haben genug Luft, autostufentechnisch. Aber das ist dann wirklich was für die Folge, wo wir so zu zweit fahren. Von daher geht's jetzt ab in den 7er. Und wie angekündigt, sind wir jetzt im Golf 7. Und wir gucken mal kurz so ein bisschen rum. Denn einen großen Unterschied werden wir beim Golf 8 nicht sehen. Das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Ich musste auch 8 mal hingucken, um wirklich zu gucken. Ist es wirklich 7 und 8? Ist das nicht beides 7? Denn, oder beides 8 in dem Fall wäre eher richtig. Aber nein, es ist 7 und 8. Wir sind hier auch auf Allrad unterwegs. Nebenbei noch kleiner Nachtrag. Der Golf 4 war auch auf Allrad. Der 3er war noch auf Frontantrieb. Ja. Von daher jetzt mehr Grip und das Forza-typische Untersteuern wahrscheinlich. Wo ich jetzt in den ersten Kurven sagen würde, dass der Golf 7 das hier gar nicht so stark hat wie Allradautos sonst im Motorsport. Nee, geht eigentlich sogar recht gut. Ja, aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr überpace. Und leistungstechnisch haben wir wieder einen Sprung gemacht. Wir sind im Golf 7R unterwegs. Und da haben wir 292 PS, also nochmal 42 PS mehr. Wenn wir jetzt mal zum Golf 1 zurückgucken, sind wir fast bei der dreifachen Leistung. Also, ja. Knapp 300 PS in einem modernen Hot Hatch. Das ist ja ein Hot Hatch. Oder Kleinwagen. Ist schon nicht wenig. So viel kann man mal sagen. Der Golf 7 GTI hat 245. Der hat tatsächlich ein bisschen weniger als der Golf 4R. Aber ist ja dann auch nur ein GTI und nicht der R. Allerdings steht das R hier nicht mehr für den typischen Sechszylinder, wie er noch im Vierer war. Im Fünfer wäre auch das auch der VR6 gewesen. Aber leider, leider echt nicht im Spiel. Ich finde es echt schade, dass wir 5 und 6 nicht im Spiel haben. Dann wäre das ganze Ding hier komplett, aber ich wollte das trotzdem unbedingt machen. Weil ich so die Geschichte von Golf eigentlich echt super finde.
und eigentlich auch hoffe, dass wir noch einen Golf 9 bekommen. Das steht ja leider noch ein bisschen in den Sternen. VW sagt selber, die Golf-Plattform ist eine Plattform, die für den Verbrenner gebaut ist. Und jetzt schlagt mich nicht, aber leider, leider geht der Trend ja dahin, dass die Automobilhersteller überhaupt keine Verbrenner mehr bauen wollen. Und damit hat Volkswagen die ID-Plattform. Jetzt könnte man sagen, ja, es gibt hier ein ID, der ähnlich ist wie der Golf oder der Golf ist. Aber es ist halt nicht der Golf. Und ganz im Ernst, VW, nimmt von mir aus die ID-Plattform, wenn wir es schon machen müssen, aber gebt uns einen Golf 9. Nennt es zumindest Golf. Also wenigstens eins müssen sie uns doch lassen. Am liebsten macht ein Golf 9 und baut halt weiter Verbrenner. Ich bin da ganz klar der Meinung, dass Elektro nicht alleine die Welt retten wird, aber das ist mal ein anderes Thema. Vielleicht machen wir da mal ein separates Video zu. Könnte man ja vielleicht mal machen. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, sage ich jetzt mal so ganz offiziell, ich würde gerne ein Video drüber machen. Verbrenner, Elektro im Vergleich. Vielleicht fahre ich vorher ein paar Szenen ein und hat das dann so als Gameplay im Hintergrund. Ja, doch, die Idee finde ich ganz gut. Wenn du also wer bist, der sagt, boah, Verbrenner, weg damit und voll auf Elektro bist, dann melde dich gerne bei mir, dann würde ich dich gerne einladen, um mit dir über das Thema zu quatschen. Also vernünftig zu quatschen. Vor- und Nachteile. Nicht hier auf irgendeinem. Ich klebe mich auf die Straße, Motto. Aber ne, vernünftig über das Thema halt reden. Ich meine, gibt ja beide Lager. Aber zurück zum Golf. Ja. Wie gesagt, also untersteuern habe ich hier jetzt nicht so wie im Vierer, also fahrwerkstechnisch bin ich hier doch sehr zufrieden. Und ich glaube, hier kann man wirklich direkt an Leistung gehen, ein bisschen Leistung rein. Ja, das machen wir in den Einzelvideos. Kommt dann ein bisschen Tuning und so, machen wir die Autos zurecht. Da gibt es dazu mehr und da könnt ihr euch auf nächste Woche freuen. Aber jetzt fahren wir erst nochmal den Golf 8. So, und zu guter Letzt haben wir den Golf 8R. Und ihr seht, sieht schon sehr ähnlich aus zum Golf 7. Also gut, könnte man jetzt vom 5er und 6er auch sagen. Die waren auch sehr ähnlich. 1er und 2er waren schon doch, waren mehr und hatten mehr Unterschiede. Nettigkeiten hier auf der Strecke werden ausgetauscht. Ah, lass mich hier rüber. Nein, nicht so rüber. Ah, nee, bleib drin. Ah, Rückwärtsgang auch noch. Nee. Das war ja mal ein Gerammel hier. Ja. Naja, gut, wir haben eh keinen Schaden an, von daher wird das Auto dadurch nicht schlechter. Und da es uns jetzt hier auch nicht auf die runden Positionen ankommt, lasse ich das einfach drin. Eigentlich wäre mal ein Test, wie gut die KI ist, doch eigentlich sehr interessant. Vielleicht eine neue Videoidee. Naja, ist ja auch egal. Heute geht es um den Golf 8, beziehungsweise jetzt geht es um den Golf 8. Und ja, wir haben wieder ein bisschen mehr Leistung. Sind jetzt hier mit 319 PS, also knapp 320 PS unterwegs. Oh, warum bleibt ihr hier stehen? Also ich weiß nicht, ob die KI nach dem letzten Update hier wirklich intelligenter geworden ist oder einfach noch dümmer.
Und also untersteuern über übersteuern spüre ich gar nicht. Und auch wieder mit Allrad unterwegs. Aber der Wagen ist doch sehr gut abgestimmt. Er könnte ein bisschen besser einlenken noch. Bisschen stärkeres Einlenkverhalten in engen Kurven wäre noch toll. Da kann man ein bisschen einstellen, definitiv auf jeden Fall noch. Aber sonst kann man eigentlich sagen, dass dem hier nichts an nichts fehlt. Auch fahrwerkstechnisch sieht das auch relativ gut steif. Ich glaube, da wird ein Sportfahrwerk gar nicht mal so ein oder ein Rennfahrwerk hier gar nicht so einen großen Unterschied bringen. Also, unterm Strich würde ich sagen, bei Golf 7 und 8, wenn man da was macht, da kann man gleich an Leistung gehen. Was ja inzwischen auch viele tun, eine Stage 1 oder eine Stage 2 drauf. Viele legen noch nicht mal tiefer. Der Trend hat sich da schon so ein bisschen gewandelt, würde ich sagen. Klar gibt es immer noch welche, die das tun. Aber die Gruppe ist kleiner geworden. Und ja, wenn ich mir das Fahrverhalten so angucke, dann kann man wirklich auch sagen, muss man vielleicht auch gar nicht mehr. Wenn wir jetzt von einem Golf 1, 2, 3, 4 ausgehen, wenn man da ein vernünftiges neues Fahrwerk reinsetzt, dann sind da Jahre dazwischen von der Entwicklung. Beim Vierer vielleicht auch noch nicht mal so, obwohl dem das auch wahrscheinlich nicht schlecht tut. Aber so 7 und 8, die sind so ausgereift vom Fahrwerk, ich glaube nicht, dass da. Wenn man den Rest Serie lässt, dann kann man das Fahrwerk auch Serie lassen. Also, bis man da wirklich fahrwerkstechnisch ran muss. Oder bis man den Unterschied spürt. Das ist, glaube ich. Da muss man schon sehr feinfühlig sein. Aber vielleicht ist ja genau das eine der Fragen, die wir in dem Vergleich zwischen Golf 7 und 8 klären können. Ob die Fahrwerke vielleicht schon so gut sind, dass man kein Rennfahrwerk braucht. Oder interessante Frage, ist das sogar schon als Rennfahrwerk eingestuft, was hier drin ist? Ich bin gespannt. Das werden wir aber sehen, wenn wir uns das Ganze angucken. Und der Golf 7 und 8, der Vergleich wird quasi jetzt, wenn das Video draußen ist, in 3 Wochen kommen. Wir fangen natürlich bei Golf 1 und 2 an. Wenn ihr also noch ein paar Wünsche habt, was wir so bei den ein oder anderen Golf hier vergleichen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und da noch so ein bisschen Einfluss drauf nehmen, wie die Folge sich gestaltet dann. Und auch am Ende wird es noch ein Fazit geben. Ihr dürft also gespannt sein. Und damit würde ich sagen, mit dieser schönen Zieleinfahrt beenden wir jetzt die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir eure Meinung. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss!